What up, liebe Mid-Humans, herzlich willkommen zu der 51. Episode unseres Kenshi Let's Plays. Über 50 Episoden. Ja, ich heiße natürlich wie immer zum einen dieser P und euch zum anderen herzlich willkommen. Ja, ich habe Lust, ich hatte gerade auch kurz mein Herz in der Hose, denn ich musste dann hier, ich wollte eigentlich einen fliegenden Übergang machen, ja, musste dann allerdings nochmal schauen, was da los ist, weil es irgendwie nicht so gut lief. Ja, obwohl ich bei Elgato ausgeschaltet habe, dass der Export direkt danach stattfindet, nachdem man eine Aufnahme gemacht hat. Trotzdem kam mir das hier irgendwie sehr ruckelig vor. Ja, dann habe ich geschaut, was da los ist, dachte mir, okay, komm, exportiere ich es gerade schnell, wenn mir das irgendwie alles nicht so gefallen hat. Ja, so die ganze Performance meines PCs, speziell in Elgato, hat so angemutet, als wäre da Böses im Busch. Dann habe ich es exportiert, Cam-Spur kaputt, ja, nochmal nachgeguckt, was ist da los, Cam-Spur in Elgato ist da und läuft, PC runtergefahren, wieder hochgefahren, nochmal probiert, ja, hat dann wieder eine halbe, dreiviertel Stunde gedauert, der Export dauert echt lang. Oh ja, stimmt, das habt ihr gar nicht mitbekommen wahrscheinlich, oder ein Teil von euch zumindest. Ich weiß nicht, wie viele von euch jetzt tatsächlich bei dem Dingens, bei dem Enderer-Let's Play mit dabei sind. Der Deal ist folgender, und zwar habe ich aufgrund des Dingens Let's Plays, des Enderer Let's Plays, meine Settings nochmal hochgestellt. Ja, weil manche Leute da angemerkt hatten, dass es hier und da irgendwie anscheinend etwas pixelt. Ich selber habe das nicht so gesehen, aber wisst ihr, wie so eine Art Bewegungsunschärfe anscheinend, ja, wenn man den Bildschirm ein bisschen dreht, wenn man quasi, ja, wisst ihr Bescheid, Enderer wie Skyrim läuft so Third-Person-mäßig. Beziehungsweise First-Person-mäßig, und wenn ihr euch dann dreht, bewegt, dann ist das irgendwie hier und da ein bisschen komisch. Ja. Und dann habe ich mich natürlich gewundert, ey, was ist da los? Ja. Und gleich mal panisch rumgeguckt, was man da machen kann, und dann eben festgestellt, dass ich in Elgato zwar die Renderzahl, also die Settings für das Rendern, Alter, der Shotto ist so unglaublich klein. Ja, hier mein kleiner Buddy, schaut mal, der Shotto, Alter, ist der cute. Let's go, Shotto. Dann kannst du da ab auf deinen Platz eigentlich. Und habe dann quasi geguckt, was ich da noch an Settings hochstellen kann. Ja? Und gesehen, aha, da gibt es noch ein anderes Setting als das Setting, das ich ganz oben habe, das quasi sagt, ey, so und so wird dein Video exportiert. Ja? Quasi, wie hoch wird das gerendert, sozusagen. Und das Setting, das ich jetzt dazu geschalten habe, ist quasi ein Setting, das noch sagt, ey, mit wie viel wird denn aufgenommen? Da gibt es bei Elgato drei Einstellungen mit, ich glaube, jeweils, ach, lasst mich nicht lügen, fünf Untereinstellungen dazwischen. Das ist quasi so ein Regler, ja, mit einem Bereich links, was das tiefste ist, rechts das höchste, in der Mitte die Mitte eben. Und da ist links quasi gut, die Mitte besser und ganz rechts das Beste. Ja. Und ich habe das komplett hochgestellt jetzt auf Beste. Das heißt, ich mache noch viel mehr Daten, Gedöns hier, also jetzt das Video von vorher hier mit 50 Minuten hat beim Export, normalerweise haben die 7, 8 Gigabyte, das hat er jetzt 16 Gigabyte, ja. Das ist natürlich eine Menge, da muss ich dann jetzt langsam auch echt schauen, wie ich das regel hier zwecks, ja, brauche ich auf jeden Fall nochmal eine externe HDD irgendwann, wird teuer, ja, sieht gerade cash-technisch wieder so semi bei mir aus, also wer weiß, vielleicht kommt das irgendwann mal Mitte des Jahres, kredenze ich mir da mal so ein 10-Terabyte-Brett. Das ist dann auch okay, wenn das HDD ist, ich will nur eben die Videos irgendwo bunkern können, so ein bisschen. Genau, das ist gerade so die Idee. Wir hatten hier den ENB, ich meine den GetSwifty natürlich, zum Leichen aufsammeln mal geschickt, und das scheint hier zu funktionieren, zumindest teilweise. Er kommt da gerade von da und legt sich jetzt ins Bett. Okay, ja, dann mach das mal. Ethel, du kannst gerne hier auf die Schnabeldinge, also auf das eine Schnabelding, das Feuer eröffnen. Ja, der Ethel, der regelt das so. Super Trooper, wie sieht's aus? Ah, okay, der ist schon noch gut down. Den lassen wir da noch eine ganze Weile liegen, würde ich sagen. In dem Sinne können wir auch die Zeit mal wieder etwas pacen. Ist gar kein Problem. Ich würde sagen, ansonsten haben wir gerade alles ganz gut im Griff. Ja, Whisperwind gerade wieder aufgestanden, geht direkt wieder hacken. Ich würde sagen, die geht erstmal ein bisschen pennen. So, was genau wollte ich denn jetzt vorher noch machen? Wir hatten hier gerade wieder eine komische Situation mit den Knochenbanditen und so. Mit der Knochenbande meine ich natürlich. Stellt sich tot, ja, hier, könnt ihr gerne machen. Im Sterben, tot, stellt sich tot und geheilt. Wird also auf jeden Fall nochmal aufstehen. Dann würde ich fast sagen, wir stellen unsere Akamaru erstmal eine Weile lang hier.
Ja, jetzt wäre natürlich noch interessant, ob der Swifty das checkt. Er will jetzt irgendwie eher erstmal pennen, was vollkommen unnötig ist. Steh jetzt mal auf und such ein paar Leichen. Das mit dem Leichenfinden klappt nicht, gell? Hat der Leichenofen vielleicht echt eine doofe Position so? Jetzt muss ich gerade mal durchschauen. Hat denn irgendjemand noch den Ingenieur an? Na, die Tiere bestimmt. Die Tiere ingenieren da schnell los. Der Rucksack sieht ja witzig aus. Also sie hat den Ingenieur noch an. Dann machen wir den hier gerade mal schnell aus. Da würde ich gleich mal noch gucken. Bewirtschaftest du jetzt eigentlich beide Felder und wo bist du gerade überhaupt? Ja, sie wird gleich kommen. Dann gucken wir da schnell. Swifty kann sich wegen mir gerne noch mal kurz pennen legen und danach schauen wir, dass wir den Leichenofen vielleicht noch mal verschieben. Wie gesagt, die Rüstungsgeschichte würde ich dann. Ja, das sieht gut aus. Sie kümmert sich darum. Perfekt. Easy. Dann haben wir da überhaupt nichts zu befürchten. Hier, wie sieht's da aus? Wer kommt da rein? Gut, Schotto, Schotti mal weg. Nee, du sollst da beschießen. Ja, schönes Ding. Den nächsten direkt auch kommen. Zeig mal hier. Gut, guck mal. Die werden hier echt mittlerweile schön One-Hit abgeholt eigentlich. Ja, schaut mal da. Das läuft doch, das läuft doch. Kann man nichts sagen. Das läuft, ja. So, Schotto, wie sieht's bei dir aus? Kannst ja nicht echt auch mal wieder pennen gehen. Dann haben wir die alle mal wieder schön on fleek, schön vollgeheilt, wenn man so will. Ja. Jetzt schauen wir hier mal, was mit dem Leichenofen los ist. Zerlegen wir den mal. Hoffen dann, dass die Sachen irgendwie so liegen, dass wir die alle schön aufsammeln können. 8 hat der gekostet. Jetzt bin ich gespannt, wie viel wir rauskriegen. So 4 wäre cool, Hälfte. Während 6, 75% fände ich natürlich schön. Und selbst wenn nicht, wir haben auf jeden Fall noch genug Eisenplatten, um das dann nachzubauen. Dann wollte ich noch irgendwas holen. Gell? Wir wollten, glaube ich, nochmal Getreide holen. Alter, das ist ja eine richtige Menge. So, hier, wie viel haben wir da? 6 Stück, ja, 75%, immerhin, nice. Ja, dann nimm das mal mit. Genau, kannst du die alle tragen, perfekt. Dann, wie sieht's da aus? Von wem wirst du denn jetzt angegriffen? Aha. Was geschieht? Du bringst die da rein, ja, das ist okay. Ja, dann, Leute, wie machen wir das? Vielleicht hier? Ja, hier liegen immer ziemlich viele Leichen. Ich meine, hier geht dann meistens Combat ab, falls was geht. Ich dachte halt, wenn der hier steht, dass die vielleicht dann das hier bereinigen. Aber das scheint zu weit weg zu sein. Versuchen wir es mal hier, oder? Oder soll man hier hinbauen? I don't know. Komm, versuchen wir es mal hier am Haus. Müssen wir uns jetzt einfach ein bisschen durchprobieren, glaube ich. Irgendwann wird das schon funktionieren. Wo war der jetzt noch gleich? Leichenofen bei Strom, alles klar, okay. Passt der hier vielleicht irgendwo schön dahinter? Leider nicht. Hier würde er ganz gut hinpassen. Kommt. Ja, nice. So. Okay, dann bau den mal auf, Swifty. Nimmst dir hier schnell 8 raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und knallst die da rein. Siehst du nicht ein? Sag mal, Swifty, was ist los? Ah, du hast noch einen Leichnam dabei sogar. Ja, tipptopp, aber jetzt bau doch hier erstmal auf. Hä, du hast doch gerade Dingens bekommen. Wem habe ich das jetzt gegeben? Ah, er hat es direkt wieder abgelegt. Ja, klar. Das hat schon gepasst. Oh Mann, oh Mann, manchmal zeige ich euch einfach, wie es geht, gell? Sag, Swifty, warum denn kein Bock? Wohin? Was? Okay. Ah, klar. Der Brotkorb ist jetzt natürlich erstmal immens wichtig. Ja, auf was wird hier wieder geschossen? Auf ihn. Ja, das ist okay. So, jetzt Swifty hier, bau mal bitte das auf, das wäre cool. Sieht der nicht ein, gell? Jo, da ist ein Leichenofen. Ja, aber auch wenn du Baumaterial hast, baust du ja nicht. Er tut's dann wieder hier. Alter, Mann, Mann, Mann. Okay, man kann hier draufdrücken und dann direkt zerlegen. Bist du sicher? Ja, Alter, das ist ja ein Pro-Game-Move. Das hat mir jemand von euch erklärt, beziehungsweise mitgeteilt, dass das funktioniert. Das wusste ich echt nicht. Bin dann immer extra hingerannt mit jemandem. Das ist ja der Hammer. Immer wieder lustig, wie so Feinheiten stellenweise, gell, wo man sich so denkt, Alter, hätte ich das früher gewusst, wäre schon cool gewesen so. Dann hier vielleicht direkt vor die Haustür.
Ja, gefällt mir irgendwie nicht so. Hier vielleicht, komm. Alter, ist nicht dein Ernst? Ja, okay, gut. Jetzt hat das geballert. Alles klar. Ja, dann hoffen wir, dass das da funktioniert mit diesem Leichenofen. Und dann bleibt eigentlich nicht mehr allzu viel übrig. Ja, wir werden noch ein bisschen Cash ranfarmen. Ich will noch ein bisschen Baumaterial wieder ranholen. Das läuft hier langsam wieder einigermaßen. Da sind nochmal 9 drin. Haben wir hier noch was drin? Lass mal die da noch ein bisschen durchziehen. Das ist in Ordnung. Ja, ansonsten holen wir gerade Cash ran mit aktuell 3 Leuten. Das ist auch erstmal easy. Whisperwind kann da schon längst wieder mitarbeiten, damit. So, komm mal da ran. Kannst hier wieder schön ein bisschen Kupfer klopfen. Das ist tipptopp. Easy. Der Swifty baut es schnell fertig. Was haben wir denn hier? Das scheint ja Tech Hunter zu sein. Dann würde ich gerne hier oben bald mal den ersten stellen. Da könnten wir den Piep auch bald mal hinstellen. Ich bin nur noch nicht sicher. Er ist natürlich sehr gebrechlich aktuell. Schleichen, Schwimmen, Athletik, alles noch ein Witz hier. Das ist aber okay. Ich würde ihn jetzt trotzdem relativ bald mal an die Geschütztürme stellen. Macht eigentlich. Ah, sind wir wach, oder? Die Kaninchen sind wach und haben Bock, an Dingen zu knabbern. Ja, da gibt es eine ganz lustige Story. Da werdet ihr jetzt denken: Oh, damn. Wisst ihr bestimmt, wie es ist. Controller sind ja so eine Sache für sich. Ich würde sagen, weniges, was man für Gaming verwenden kann, erleidet so viel Verschleiß wie Controller. Ja, gerade wenn wir eben Mario Kart spielen zu viert. Wisst ihr Bescheid, die Pro-Controller kosten 50 Euro, sind echt scheiße verarbeitet. Also die sind der größte Witz, wie ich finde. Das finde ich wirklich fast eine Frechheit, wie teuer die sind dafür, dass die so unnormal scheiße sind. Aber dat mal, ja, das erstmal beiseite. Das tatsächlich Interessante jetzt ist, wir haben die gestern wirklich. Wir lassen nichts mehr auf dem Sofa liegen, weil die Kaninchen kommen da hoch. Na, das erstmal vorweg. Jetzt war es aber tatsächlich so, die Controller habe ich da hingelegt. Ja, bin nochmal in die Küche, habe nochmal schnell Dingens geholt, hier die Becher und so, dass wir da loslegen können und bla bla bla. Wir waren wirklich, ich sag, wenn überhaupt, 2 Minuten nicht im Wohnzimmer. Und die haben in der Zeit die Controller, die ich da hingelegt habe, alle angeknabbert. Ja, also halt die Sticks, wisst ihr Bescheid. Und vor allem nur die, mit denen man lenkt. Also so die Sticks, die wichtig sind. Ja, den inneren Stick, den rechten Stick haben die nicht angeknabbert, aber den linken, mit dem er lenkt, den haben die richtig schön angeknabbert. Und ich dachte mir so, Alter, ist nicht euer Ernst, bei jedem einzelnen Controller so. Innerhalb von kürzester Zeit, dann haben wir rausgefunden, ah, die haben auch an unserer Beamer-Fernbedienung geknabbert, die knabbern an allem. Ja, also da müssen wir jetzt noch so ein bisschen schauen, dass wir da vielleicht. Oh, 141 machen wir von da oben. That's a shit ton of damage. Und der trifft auch echt gut. Hier der Schotto mittlerweile, gell? Der holt schon raus. Beep, wie ist es? Da ist doch niemand bei dir, oder? Ja, genau, eben. Die Staubbanditen. Endlich Krieg mit ihnen. Ich lieb's. Jetzt kommt das nämlich zurück. Das ist nämlich tipptopp. Oh, nee, es überlegt sich doch nochmal anders. Oh, ja, da hast du dir ganz schlecht überlegt. Hä, von wo hat das jetzt kassiert? Tatsächlich vom Schotto, oder wie hat er da durchgeschossen darüber? Shut up, der schießt da durch. Aua, das ist ja broken. Eigentlich wollte ich ihn aber hier an die Mitte stellen. Kriegt er das hin? Ah, okay, nee, hier, guck mal. Na, sieht der nicht ein. Okay, dann steht er jetzt halt an dem. Alles klar. Ja, den haben wir gut weggenatzt hier, oder? So habe ich mir das erträumt. Super Trooper, wie sieht's bei dir aus? Du könntest echt noch ein bisschen chillen eigentlich, ganz ehrlich. Leg dich, knall dich noch mal ein bisschen aufs Ohr. Das kriegen die drei, vier mittlerweile hier jetzt schon hin, denke ich. Der Beep muss da jetzt natürlich noch gut leveln, gar keine Frage. Für den brauchen wir auch noch eine klasse Rüstung. Ja, ich denke daran, Leute, und zwar hat mir irgendwann mal von euch jemand den Tipp gegeben. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob es im Let's Play war oder in irgendeinem Guide. Hier unten gibt es diese alte Asian Samurai Rüstung. Ja, es ist eine der wenigen Rüstungen, die wirklich komplett anders aussieht, als die Rüstungen eben normalerweise aussehen. Ja, also das ist halt eine Samurai Rüstung, wie immer, klar. Da sieht die erstmal gleich aus von den Strukturen, aber die ist eben ganz anders koloriert. Ja, in so einem alten Rost. Grau, Orange, grau, braun, Orange, sowas, ja. Und die gibt es hier. Jetzt hat mir jemand mal von euch gesagt, wenn man das erste Mal in das Gebiet reinläuft, wird quasi gewürfelt, ob jemand von den Leuten hier das Ding als Masterwork da hat. Da ist die Chance, glaube ich, 10%. Da würde ich fast sagen, wenn wir da irgendwann mal runtergehen, werde ich da vorab speichern und so lange neu laden, bis da ein Masterwork dabei ist. Also ganz ehrlich, wenn ihr da sagt, AP, finden wir okay, weil das habe ich. Ich habe jetzt 4 oder 5 Spieldurchläufe Kenshi gezockt und habe da nie ein Masterwork bekommen. Ich hätte da echt gerne mal ein Masterwork, weil
die kannst du nirgendwo anders herbekommen. Die kannst du auch nicht mal beim Rüstungskönig schnell kaufen oder so. Du musst die von da bekommen. Das heißt, du musst Glück haben in dem Sinne, ja. Und deswegen, ja, weiß nicht, fände ich es halt schon cool, wenn wir die mal ranholen hier. Ja, eben, mach mal die Knochenbande nackig. Wie sieht's denn mit denen aus? Wann haben wir denn mit denen Krieg? Das wäre jetzt auch mal noch cool zu wissen. KKK, KK, Knochenbande minus 7 erst. Autsch. Ja, also Akamaru, du kannst jetzt langsam wieder hier vor, denke ich. Was robbt hier noch rum? Ist das auch nochmal Knochenbande? Können wir da direkt unseren Kriegsdingens vorantreiben? Ja, der ist halt tot, der auch. Alles klar, trotzdem Akamaru, komm mal wieder hier vor. Sport ist an, halten ist an, alles gut. Akamaru ist good to go, ja, da passt all. Alter Junge! Also der Dude, war das jetzt hier, ja, war nochmal Knochenbande, oder? Ah, Staubbanditen am Verbluten, ja. Der hat auch ordentlich bekommen von hier oben. Also der Schotto da oben, hier mit seinen, was haben wir da letztes Mal gesagt, Geschütztürme mit 53, ja, das geht halt schon langsam echt ab. Also ihr seht, der holt da ja alleine schon echt ziemlich gut ab. Und hier vorne jetzt eben noch zwei ziemlich advanced hier mit Super Trooper und Ethel, die sind mittlerweile gut dabei. Piep ziehen wir jetzt so ein bisschen nach, gar keine Frage. Und ich würde fast sagen, wenn das nächste Mal die Sonne aufgeht, könnten wir mal anfangen zu trainieren. In der Zwischenzeit vielleicht noch einmal verkaufen gehen. Ja, das sieht ganz gut aus. Hier, oder? Ja, geht nicht so hart voran, wie ich mir dachte. Allerdings würde ich behaupten, hier bei den elektrischen Komponenten ist nochmal einiges da. Mittlerweile, oder? Haben wir hier 25, hier 25. Nice. Nochmal 25. Genial. Und hier noch 13. Alles klar. Nehmen wir jetzt einfach mal alles mit. Und dann würde ich fast sagen, wir gehen trotzdem nochmal schnell verkaufen. Rekrutieren vielleicht nochmal schnell jemanden. Und dann, sobald der nächste Tag anbricht, würde ich eigentlich echt ganz gerne mal diese ganzen Trainingseinheiten jetzt hier beschleunigen, ja. Also Whisperwind vorweg, ganz klar, will ich eindeutig noch hart im Dodge leveln, denn Ausweichen 38 ist zwar schon ziemlich gut, aber da geht halt noch einiges. Danach ziehen wir die Kampfkunst nach, ja, damit dann eben auch das Geschick, Stärke lasse ich erstmal so, da soll der Swifty hier erstmal der Beste sein sozusagen mit seinen 49, da könnten wir bei den anderen mal hier im Outpost noch trainieren, indem wir die überlasten und dann würde ich ganz gerne eigentlich relativ bald das erste Squad formieren und vielleicht mal, das ist jetzt die Frage, also wenn wir den Schäler holen, ja, der ist circa, wenn ich mich nicht täusche, hier irgendwo, da so in dem Bereich, würde ich eigentlich mit maximal zwei Leuten gehen. Und dann Swifty und ENB wegen Geschwindigkeit eben. Ja. Ansonsten, was könnte man denn mal so in Angriff nehmen hier in der Nähe? Irgendwo, wo wir wirklich reinmetzeln können, wo wir auch so ein bisschen eine Chance haben. Wir könnten umliegende Knochenbanden Outposts suchen, wo die irgendwie ein Lager haben und die mal wegklatschen, damit wir mit denen auch noch verfeindet sind. Das wäre noch eine Idee. Ja, und ansonsten gucke ich gerade mal noch, hatte ich in meiner Checkliste noch was drin? Ja, nee, erstmal nicht wirklich. Ja, ja und so eine alte Samurai-Rüstung holen, auch da. Wir könnten mal ins Todland, da wollen wir ja eh noch jemanden abholen, etwas abholen, sage ich mal, hier in den Ruinen. Ich weiß nicht mehr genau, welches ist, aber ich weiß, dass es da irgendwo war. Könnten da mal ein bisschen die Ruinen abklappern, das könnten wir eigentlich auch gut machen. Mit so, weiß nicht, hier eigentlich diesem Squad. Das könnte man sich überlegen. Das könnte man sich überlegen, das wäre jetzt am wahrscheinlichsten so für die nächste Zeit, plus wäre am interessantesten, wenn mal so das ganze Squad dabei ist und nicht irgendwie nur zwei, drei Leute, hier Casual, ENB, Get Swifty so, sozusagen. Ja. Und da gäbe es was Cooles zu holen, plus wir hätten, weil das viele Ruinen sind, viel Chance, hier mal ein bisschen Lockpick-technisch was voranzubringen. Wenn wir das aber machen, dann würde ich gleich eine ganze Mission starten und hier wirklich alle vier Ruinen plus diesen Outpost mal abholen und dann quasi immer wieder in der Schwarzen Wüstenstadt oder in der Nähe in einem kleinen Kabuff pennen. Ja, weil da wird es schon abgehen. Also das steht außer Frage, dass es da komplett eskalieren wird. So, dann bin ich gerade am Überlegen. Bei dem Wegpunkt werden wir wohl kaum noch was rekrutieren können. Ich schaue jetzt trotzdem mal vorbei. Wäre ja auch egal, klar. Die Schwarmdrohnen sind für die Geschütztürme eigentlich so mit am besten. Allerdings wären auch andere Leute okay. Wisst ihr, wie ich meine? Also generell mal vielleicht noch ein paar Leute, die dann hier noch weiter arbeiten und dergleichen oder hier noch eine Unterstützung, wäre schon eine Sache, die man sich überlegen könnte. Wir schauen jetzt einfach mal. Vielleicht haben wir ja Glück. Ansonsten können wir noch ein bisschen weiterziehen. Wir könnten eventuell noch mal schnell hoch nach Dorf Bastard rennen, wenn wir wollen. Das könnten wir auch noch schnell machen.
haben hier ja noch gut Zeit, ja, lassen die Zeit dann einfach hier auf Quick Forward und bleiben so lange im Outpost und schauen da, dass alles läuft, ja, des Nachts kriegen wir hier ja gerne mal noch irgendwie ein bisschen auf den Sack und wir müssen eh dahin mal wieder ein paar Eisenplatten holen und noch mal ein bisschen Weizenstroh, ja, damit wir hier auch noch das dritte Dingens zum Laufen bringen und dann würde ich langsam echt behaupten, müsste hier eigentlich ganz gut rocken, oder? Wie steht's denn mit Brot? Gar kein Brot, okay, hier haben wir gar nichts drin. Wie sieht's hier aus? Nichts. Und wie sieht's hier aus? Auch nichts, okay. Also Brot scheint noch nicht so zu laufen, ne? Weizenstroh, Mehl. Wie viel haben wir denn da? Gar nichts. Okay, ja, dann war da ja obviously schon mal was drin. Wo ist das Brot dann hin? Habe ich noch irgendeinen anderen Brotkorb irgendwann mal gebaut und weiß nicht mehr wo? Kann natürlich auch sein. Na, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber wie dem auch sei, wird sich dann schon zeigen. Irgendwann kriegen wir das mit Brot gegessen und wissen dann, aha. Vielleicht haben die sich auch einfach alle das schon mal geholt. Ja, ich habe jetzt echt lange auch nicht mehr nach dem Essen geguckt und die sehen irgendwie alle gut versorgt aus. Vielleicht läuft das einfach schon und ich habe es noch gar nicht mitbekommen. Das kann natürlich auch sein. So, dann holen wir den Trooper wieder an die Mauer. Ja, da werden Beakfings geone-shottet, Leute. Okay, das war auf jeden Fall schon verletzt, aber wisst Bescheid, das läuft hier, das läuft. Ja, also ich muss schon sagen, bin ich richtig zufrieden hier langsam mit dem Außenposten. Das ist schon eine coole Sache. Jetzt gucken wir gerade mal, Swifty bestimmt schon da. Genau, hier einmal F5, dann gehen wir aufs Team 7. Hier der Swifty, schön mit der Doppel-2. Holen wir unseren Junge ab. Ja, also das war vorher echt eine Geschichte. Hey Leute, ich hatte richtig Schiss, dass die 50. Episode, wisst ihr, das ist so eine, für mich echt eine Meilenstein-Episode. Hätte ich die jetzt nochmal aufnehmen müssen, wisst ihr, wenn ihr dann alles, was ihr da sagt, so von wegen, yo, danke Leute, dass ihr da nach wie vor so dabei seid und so. Ich komme mir dann manchmal wirklich so vor, wenn ich das so ein zweites Mal sage, dann klingt das für mich manchmal so ein bisschen heuchlerisch. Wisst ihr, wie ich meine? Also irgendwie, ja, ich weiß nicht, das finde ich dann nicht so gut. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich glaube, ich habe hier gerade den, alter Junge, das ist so ein Viech, gell? Fällt einem echt immer erstmal so auf, wenn man die so in einem Shop abstellt. Klar, der Swifty natürlich immer eher kleiner Natur, aber Junge, Junge, ist das ein Brett. So, hier können wir erstmal das Leichte verkaufen, das ist in Ordnung. Holen uns die Eisenplatten ran, verkaufen nochmal. Ah, die kosten echt nichts, gönnen wir uns noch die hier. So, dann hat er wieder ein bisschen, oder können wir hier noch ein bisschen Kupfer raushauen. Schönes Ding, so, das wird erstmal passen. Dann Weizenstroh, nehmen wir 10 Stück, ja, kann eins wieder zurück. Alles klar, tun wir die vielleicht gerade mal schnell hier runter, so ein bisschen für mein Auge. Das hier lohnt sich gar nicht, die gerade anzuordnen, wird nachher eh wieder die Ordnung gesmashed. Okay, jetzt überlege ich gerade, was brauchen wir hier noch. Kupferlegierungsplatten wären für die Zukunft geil, nehmen wir einfach direkt mal mit. Ja, habe ich euch ja schon öfters erläutert, wie ich das sehe. Wenn man sowas dann einfach schon mal auf Pump hat, ist immer besser, als es dann irgendwie unter Druck suchen zu müssen. Deswegen, ja, ist Bescheid, nehme ich mir sowas immer ganz gerne mit. Verkaufst du irgendetwas? Hast du gerade ein Masterwork da? Das wäre doch gelacht. Ja, geil, hat er tatsächlich. Scout Leg Left. Ich glaube, da haben wir noch eins übrig. Zumindest, also Left oder Right, eins von beidem haben wir noch übrig. Wir könnten das aber gerade easy mitnehmen. Wir haben das Cash dafür, ist gar kein Problem. Aber wir können das halt auch immer holen, wenn wir es wirklich brauchen würden. Deswegen würde ich jetzt sagen, kommt, egal, machen wir dann bei Zeiten. Ja, so, jetzt hier, zack, 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 das passt da jetzt natürlich nicht hin, oh, das ist dann maximal blöd, ja, sorry, da muss ich nochmal drüber hier an der Stelle, so, jetzt gefällt mir das und das hier kann da runter oder so, dann passt es, dann ist das wieder optisch easy, ja, wisst Bescheid, anatomisch nicht komisch oder so. Also, wen haben wir hier? Will jemand von euch mitwerten? Söldner, wir hätten nochmal hier, ne? Grünländer, Scorchländer am Start. Ist aber nicht so das, was wir gerade suchen. Vor allem, weil die Schmieden haben wir ja quasi schon. Das heißt, es sieht so aus, als würde hier gerade nichts Interessantes für uns gehen. Ja. Das ist so. Okay, wen haben wir hier noch? Ninja-Wache, ja, alles klar. Okay, ja, dann würde ich behaupten, wir ziehen weiter. Die Frage ist, wohin? Wo könnten wir uns nochmal cool jemanden rekrutieren? Könnten nochmal nach Squin, vielleicht nochmal einen Check mitnehmen. Ist natürlich aber für die Geschütztürme jetzt erstmal nicht dienlich, ja. Vielleicht nochmal nach Bastard oder nach Shark. Da gibt es auf jeden Fall noch eine Person, die wir früher oder später auf jeden Fall holen wollen. Die würde jetzt auch Sinn machen. Ja, doch, die würde auf jeden Fall Sinn machen. Allerdings
will ich halt echt gerne noch ein paar Geschütztürme bestellen. Das wäre mir gerade wichtiger. Dann wäre Bastard eigentlich chilliger. Und jetzt haben wir auch echt noch hier 20 Minuten Zeit. Dann würde ich sagen, kommt, wir reisen direkt nochmal da hoch. Das passt dann schon. So, hier schnell speichern. Dann gehen wir ab in die Base. Und hier wird jetzt Folgendes getan. Und zwar, Whisper, du machst deinen Job aus. Und dann geht's los. Die Frage ist, wen nehmen wir mit, um sie wegzucarryen? Da würde ich fast zu Izumi tendieren. Wie schnell ist sie? 22, sneakend. Rain, 21, wer hat mehr Stärke? Izumi, alles klar, Izumi, dann machst du das schnell. So, come on. Hier, nimm mal mit, die Gute. Beziehungsweise eigentlich das Stück können sie noch schnell zusammen schwimmen. So, und dann suchen wir uns ein schön großes Squad. Vielleicht haben wir ja diesmal mehr Glück. Hoffentlich. Wir bräuchten was ohne Geschütze, also quasi ohne Crossbows, wäre toll. Also im Idealfall einfach die stinknormalen hungrigen Banditen, die wären perfekt. Haben die auch alle dabei, was sie brauchen? Ja, die hat Medics dabei, alles klar. Ist auch ganz gut ausgestattet eigentlich, gell? Hier schön unser gelbes Stoffhemd. Da müssten wir natürlich auch mal noch schauen, ob wir wirklich unsere Power Rangers noch komplett bekommen. Das wird jetzt natürlich interessanter werden, sobald wir jetzt wieder mehr unterwegs sind. Ja, in dem Sinne, dass wir quasi einfach mehr Möglichkeiten haben, sozusagen Sachen zu entdecken, wenn wir natürlich mehr unterwegs sind und so. Ja, da geht jemand von der Knochenbande baden. Da wird nachher direkt drauf geschossen, gar keine Frage. Hier allerdings würde ich schnell mit beiden das hier noch ausnehmen und schnell das Leder kredenzen. Ja, steht ja außer Frage. Hier war das doch, oder? Nee, die daneben, genau. So, jetzt kann ich hier nochmal nachgucken, wie viel es jetzt genau war. So, wir haben 4 pro Reihe, 4 Reihen, also hier 20, 40, 60, 80, 85, 88 haben wir gerade. Ja, das ist doch gar nicht schlecht hier. Da kann man auf jeden Fall mitarbeiten. So, wen haben wir jetzt hier? Staubbanditen werden geslayed, das ist gar keine Frage. Und hier müssen wir dann das Feuer drauf eröffnen. Ja, denn wie gesagt, mit der Knochenbande sind wir noch nicht verfeindet. Das wird aber noch kommen. Dafür werde ich sorgen. Ja, also, ist ja klar. Habe ich die jetzt nicht mitbewegt? Upsa. So, kommt mal hier vor, bitte. Und jetzt ihr wieder. Ja, jeden Moment bitte auf ihn das Feuer eröffnen. Sobald er schön im Crossfire ist, quasi, ja. Ja, noch ein Stück. Und dann wird eröffnet hier, oder? Beschießen. Tja, mein Freund. Nicht mit uns, ha? Ja, Leute. Das gefällt mir schon sehr gut, was hier so abgeht. Sag mal, warum ist der Piep nicht in Combat? Heilige Militärbasis entdeckt. Ah, okay, ja, das wird schon passen. Piep, was machst du? Was tust du? What's your plan? Was macht er gerade? Ich will nur schnell schauen, kurz, was er tut. Wo ist eigentlich Akamaru? Er hat sich was zu essen geholt, war absehbar, gell? Ach, da müssen wir echt vielleicht auch noch da unten einfach mal einen Futtertrog hinbauen. Sonst müssen wir da ständig hin und her rennen. Das macht man noch schnell, oder? Ich meine, hier Lager, Futterkrippe, komm. Wo am besten eigentlich direkt hier, oder? Auch wenn es ein bisschen blöd aussieht, aber dann bleibt die halt auch wirklich da stehen. Steht jetzt auch so in der Luft. Ja, okay. Machen wir vielleicht anders, oder? Nicht, dass das maximal bescheuert aussieht. Wäre mir schon lieb, wenn das wenigstens ein bisschen nach was aussieht. Aber man kann die hier auch irgendwie nicht anders bauen. Müsste man sich schon. Warum schwebt die denn? Kann man die hoch und runter setzen irgendwie? Höhe, Tiefe? Höhe ändern mit Plus und Minus. Plus? Hä? Ja, damn, da habe ich wohl gerade mit Plus die Aufnahme beendet. Ist nämlich meine Hotkey dafür. Jetzt hoffe ich, dass das hier fließend weiterläuft. Ich werde es, glaube ich, gerade mal schnell checken. Moment, ich muss hier jetzt erstmal. Das schwebt da jetzt halt rum. Ist mir jetzt auch egal. Wichtiger ist jetzt, dass die Aufnahme weiterläuft. Und zwar muss ich da jetzt kurz gucken. Moment, so Inventory. Nee, nicht Inventory. Hier schnell und dann schnell raustabben. Verzeiht. Läuft das hier? Sieht gut aus, oder? Spielton ist da, mein Bild ist da, alles ist da. Müsste laufen.
Ja, in dem Sinne die erste Episode, die ihr auf dem Channel sehen werdet, was die Let's Plays betrifft, die mal einen Schnitt hat. Ja, da wird ein Schnitt da sein, denn habt ihr ja gerade mitbekommen, da war ich kurz weg. Ja, wie dem auch sei, das passt jetzt. Jetzt schauen wir hier schnell nach. Wir brauchen dafür bestimmt noch Baumaterial, oder? Ein Baumaterial, ja, komm, das macht schnell der INB hier. Wo haben wir denn unser Baumateriallager? Hier war das, gell, genau. Komm, nimm da mal eins mit. Und baue das schnell auf. Ja, dann könnten wir ihm auch gerade schnell ein bisschen Fleisch mitgeben, eigentlich, gell? Sonst macht das ja keinen Sinn. Hier, schau mal. Nimm mal mit, was geht, so ein bisschen. Einfach ein bisschen reinspammen hier. Oh, jetzt muss ich überlegen, bei wie viel war ich denn vorher? Ich glaube, bei circa 30 Minuten. Das heißt, ich muss jetzt circa 15 Minuten machen. Dann haben wir eine normale Episode, so um den Dreh circa, ja. Verzeiht, das war nicht sonderlich geistreich meinerseits. Und das hat dann auch nichts gebracht. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt deswegen nichts gebracht hat, weil das quasi als Hotkey anderweitig belegt ist. Oder, ja, ob es einfach nichts gebracht hat. Das werden wir schon bald sehen, wenn wir das nächste Mal probieren. Jetzt schwebt die halt erstmal da ein bisschen rum. Das ist jetzt erstmal vollkommen in Ordnung für mich. So, hier guck mal schön da rein. Dann kann Akamaru hier verweilen und alles ist cool. Gehst du zurück an die Arbeit, dann save ich hier schnell, dann springen wir direkt mal zum Swifty, würde ich sagen. Hier, Double, schön zum Swifty. Der dürfte eigentlich noch nicht da sein, oder? Ach, er ist irgendwo stuck, wie es aussieht. Sieht nach so einem Platz aus, an dem die für gewöhnlich stuck sind. Läuft das? Oh, damn. Ja, er zieht direkt los. Ein bisschen langsamer wieder hier schnell, damit das jetzt nicht so stressig wird zum Springen. Und springen wieder zurück. Ja, doch, läuft. Easy. Alles klar, haben wir diese Situation bereinigt. Jetzt muss ich hier gerade schauen. Ich glaube, ich habe hier bei der Aufnahme einfach kurz pausiert und dann weitergemacht. Oder sie läuft einfach durch. Ah, das wird echt eine Scheiße zum Schneiden, hey. Das wird eine richtige Scheiße zum Schneiden. Ich hasse es jetzt schon. Läuft denn hier jetzt die Zeit gut? Das sieht doch, das sieht gut aus, alles klar. Ja, Leute, das tut mir leid. Ich hoffe, ich kriege das gut zusammengeschnitten. Das könnte echt ein bisschen stressig werden. Könnte sein, dass da dann so gegen Ende hin etwas ein wenig asynchron ist, aber ich denke, irgendwie kriege ich es schon hin. Wird aber bestimmt irgendwie ein doofer Schnitt. Ich meine, ihr habt es dann ja schon gesehen. Ja, für euch ist ja quasi nicht so, als würde das noch passieren, wie es jetzt für mich gerade ist, ja, weil ich ja noch nicht weiß, wie es jetzt wird. Sondern, oh, was ist hier jetzt los? Jetzt sagt meine Game Capture noch irgendwas mit nur 57 FPS. Ah ja, jetzt häuft sich's aber. Moment, ich schaue da nochmal nach. Oh, vielleicht wird das sonst einfach die kürzeste Episode ever. Ja, nee, läuft doch, oder? Ich würde sagen, das läuft. Ja, das wird jetzt schon passen. Jetzt gehen wir einfach auf gut Glück. Weiter hier, komm, weiter im Zimmer. Heute ist echt kein guter Tag, was die Aufnahmen betrifft. Viel zu viel Stress mit doofen Kleinigkeiten, ey, das nervt mich immer so. Auch wenn ich das jetzt echt selbst verschuldet habe, ja, so ist ja nicht. Okay, gucken wir hier nochmal rein. Was ist denn hier? Hier ist ja nichts, oder? Kommt ja auch nichts hinterher, das wird schon alles passen. Ziehen wir hier durch. Ah, wo geht's lang? Ah, hier geht's lang. Alles klar. Okay, da ist sogar tatsächlich ein Weg. Ich dachte, er glitscht da jetzt durch. Hätte ich mir gerade vorstellen können, dass sich solche Ereignisse jetzt häufen. Rückweg könnte gefährlich werden. Klar, ich meine, wir haben den Happy dabei. Und das ist hier nicht unbedingt das beste Gefilde, um schnell durchzurennen. Ja, sehr kurvenreich. Und wir haben es ja vor 2, 3, 4 Episoden. Irgendwann habe ich es euch ja nochmal gezeigt. Solange der Happy nicht auf einer Geraden ist, beschleunigt er quasi nicht richtig. Ja? Also so um Kurven rum scheißen die sich immer gerne mal massiv ein. Ich glaube, hier so ein Ding, das vor allem Tiere haben oder das quasi Leute haben, die Robotics tragen. Ja, also der Swiftie in dem Sinne auch, aber die machen das anders. Also nicht ganz so krass, wenn man so will. Ja. Und in dem Sinne hoffe ich, dass das nachher einfach gut laufen wird. Ich checke hier nochmal die Zeit. Doch, das sieht eigentlich gut aus. Das wird jetzt schon so passen, denke ich. Uiuiui, Leute. Heute hier 50. Episode, 51. Episode. Ich dachte, ja, Mann, wird richtig gut. Ja, läuft ja in letzter Zeit immer super mit Elgato und allem so. Ja, und dann kickt es mal wieder rein, ja, wenn man es am wenigsten erwartet, sozusagen. Ja, hier dürfte bestimmt noch irgendwas rumfleuchen, was wir rekrutieren können, oder? Da haben die hier drei Leichenöfen. Ja, seht ihr, die meinen es da ernst. Die meinen es da richtig ernst. So, das ist halt schon, das finde ich immer wieder cool, wisst ihr, so einen Eingang.
wie die sich hier reingebaut haben. Es ist so nice eigentlich. Und auch hier, sowas hätte ich echt gerne auch mal, dass wir so mit der Umgebung noch ein bisschen tricksen, dass quasi gar nicht überall Mauern sind sozusagen. Und auch die Mauern hier generell, ich meine, kann man die Mauer freischalten? Wüsste ich von nichts, oder? Also die höchste, die ich kenne, ist die, die dann zum Beispiel auch bei der Holy Nation rumsteht. Das ist ziemlich die höchste, die ich kenne, auf jeden Fall. Was haben wir denn hier? Shinobi-Wache, Dorfbastard, ja, die könnte man bestimmt anheuern. Aber jetzt gucken wir erstmal, genau, hier gab es ja drei Bars, da die beiden und hier eine, gell? Ja, würde ich sagen, gehen wir erstmal in die hier rein. Schauen, was da abgeht. Vielleicht haben wir da ja direkt eine Schwarmangehörige Person am Rumpfleuchen. Das wäre natürlich ideal. Ja, wen haben wir denn hier? Ja, der coole, der Bröckel-John, den hatte ich in meinem alten auch. Der ist, glaube ich, sogar mit ein bisschen Farming am Start, oder? Ist ganz gut unterwegs. Könnte man sich überlegen, rennt ja aber auch irgendwo nicht weg. Dann haben wir Jumper. Ja, also wie gesagt, ich hätte jetzt echt gerne erstmal schön unsere Geschütztürme besetzt. Trap. Alles klar. Und hier ist wahrscheinlich nicht Kunde der Bar. Von Dorfbastard. Okay, das ist sein Name. Wer kennt ihn nicht? Ja, dann würde ich sagen, schauen wir direkt bei der nächsten Bar rein. Es kann jetzt natürlich immer noch sein, dass hier noch jemand reinlatscht, weil die gerade unterwegs sind. Aber wir gucken jetzt einfach, vielleicht haben wir Glück und erwischen da jemanden. Wer bist du? Geächteter? Können wir dich mitnehmen oder nicht? Oder wie sieht's da aus? Schien nicht so. Keine Ansprechblase sozusagen. Ja, wir könnten hier mal Swifty, können wir mit dir den ansprechen? Wo war er jetzt noch gleich da? Nee, kann man nicht. Schade. Okay, hier, wie sieht's aus, Leute? Ah, ihr seht alle so aus, als würdet ihr nach niemandem suchen, der euch mitnimmt, sondern eher nach jemandem, der euch anheuert. Wir haben was im oberen Stockwerk. Ah, da ist gar nichts. Okay, ja, das ist natürlich schlecht. Dann wird es schon langsam knapp. Hier, wie gesagt, ihn können wir leider nicht mitnehmen. Hier, oh, da. Ja, aber das ist halt wieder die Shinobi-Wache. Genau, die können wir maximal anheuern. Dann würde ich sagen, gucken wir hier noch rein und hoffen einfach mal, dass wir Glück haben. Wir müssen hier gar nicht auf Etage 1. Ich will erstmal nur rein, ja. So. Wie sieht's hier aus? Wen haben wir da? Peace. Ja, wäre auch eine Idee. Aber sind halt nicht für die Geschütztürme da. Und Kumo. Ja, wäre auch strong unterwegs mit einem Katana. Sieht auch ziemlich lässig aus, finde ich. Kann gerade gar nicht erblicken. Ist das eine Dame? Oder ein Boy? Ich sehe es gar nicht. Er spielt ja auch eigentlich keine Rolle. Vielleicht ist ja jemand von den Schütze. Also wenn die jetzt wirklich sagen, hey, brauchst du einen guten Schütze? Fähiger Schwertkämpfer. Erstmal nein, danke, auch wenn es mir leid tut. Sei vorsichtig da draußen. Er scheint mir nicht allzu übel zu nehmen. An diesem gottvergessenen Ort festzusitzen, treibt einen in den Wahnsinn. Setz dich, Ödländer, du wirst hier eine Weile nicht wegkommen. Festzusitzen? Warum kannst du nicht gehen? Das ist eine Predigt im Anmarsch. Ich gehe, okay, nee. Todeshöfe, Verwehte, ja, nur Verrückte setzen einen Fuß in diese verfluchten Täler, bla bla bla. Ja, aber bist du irgendwie krass oder so? Wie wäre es, wenn du mit mir zusammen fliehst? Ja, aber hast du was drauf? Bist du verrückt? Niemand geht in den Nebel und kommt lebendig wieder raus. Nur Glückspilze schaffen es nach Dorfbastard. Fordere dein Schicksal nicht heraus, Neuling. Ja, sag erstmal, was du kannst. Ich habe keine Angst vor irgendwelchen Todeshöfen. Ja, die Todeshöfen überleben, sprechen nicht darüber, bla bla bla, bla bla. Ja, dann viel Glück beim Rumsitzen, Alter. Keiner verlässt Dorfbastard, Reisender. Ja, doch, wir machen das. Okay, Leute, ich würde fast sagen, bevor ich jetzt hier wieder random irgendwen rekrutiere, würde ich am ehesten noch den Bröckel-John mitnehmen. Ich meine, er ist ganz gut im Farmen. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Falls ja, nehmen wir ihn mit. Ansonsten würde ich sagen, lassen wir das bleiben. Müssen jetzt hier ja nicht auf Tod komm raus irgendjemanden rekrutieren. Ich will ja erstmal, wie gesagt, eigentlich nur, dass das mit der Abwehr gut läuft. Und da würde ich sagen, das sieht so schon ganz gut aus. Eine weitere Person, dann sind wir good to go. Zwei weitere wären natürlich genial. Werden wir jetzt einfach mal schauen. So, Bröckel John, wie sieht's bei dir aus? Sag mal, mein Gutester, was kannst du? So, ein verschnupfter, sehniger alter Mann starrt dich mit einem Auge an. Ja?
Er sieht auf eine erschöpfte Art und Weise erwartungsvoll aus, so als wäre er jetzt schon von dir gelangweilt, aber müsste trotzdem mit dir reden. Wer bist du? Bröckeljohn. Warum nennen sie dich Bröckeljohn? Wegen meiner zerbröckelnden Knochen. Genug gefragt, ja? Kannst du diese Waffe tatsächlich anheben? Nein, geh weg. Das ist ein wirklich langer Bart, ja? Das ist die Quelle meiner Kraft. Hör auf, mich zu belästigen. Warum bist du so alt? Lass mich in Ruhe. Schließ dich meiner Gruppe an. Ja, ich weiß nicht. Ja, erstmal tschüss, komm. Nee, der hat uns jetzt nichts gesagt. Ich glaube, der war nicht der Dude, den ich meine, der gut im Dingens ist. Okay, dann würde ich sagen, ziehen wir erstmal zurück. Wir könnten in Squin vorbeischauen. Wir könnten hier irgendwo vorbeischauen. Wir könnten in so einem Schwarmdorf vorbeischauen. Gibt es da großartig jemanden zu rekrutieren? Hätte ich gerade nicht auf dem Schirm irgendwie. Ah, das ist jetzt natürlich blöd. Vielleicht haben wir im Zentrum noch Glück. Probieren wir es halt mal, oder? Können ja mal schauen. Schauen kostet nichts. Ist Bescheid, wie es ist. Vielleicht schaffen wir das auch gerade noch so diese Episode. Diesen zweiten Teil dieser Episode. Ja, wird schon werden. Ich denke, das wird mit dem Schnitt passen. Ich werde das irgendwie so hinbekommen haben. Ihr seht es dann ja die ganze Zeit, dass es einigermaßen synchron ist. Ja, das wird sich schon irgendwie ausgehen. Was geht hier ab, Piep? Was ist deine Mission? Was machst du? Ah, stimmt, die hocken ja hier die ganze Zeit. Die habe ich komplett vergessen. Piep, was machst du da jetzt? Hat mal Hallo gesagt irgendwie oder so, I don't know. Ja, wie dem auch sei. Mit den beiden wollten wir jetzt eigentlich noch einen Squad suchen. Vielleicht finden wir da noch ein schönes, also Transition für die nächste Episode. Das wäre cool. Gucken wir uns einfach mal ein bisschen um. Dass denen jetzt die ganze Zeit da nichts passiert ist, wundert mich fast ein bisschen. So, wir brauchen eine große Gruppe voll mit saftigen Banditen, die Lust haben, ja. Die Lust haben, auf uns einzuprügeln. Was läuft da? Nein, nein. Sind das unsere Banditen, die Lust haben? Das sind unsere Banditen, die Lust haben. Damn, und die werden da gerade weggeklatscht. Wie ich es hasse. Wir haben da einfach kein Glück. Schnell hin. Oh ja, die haben irgendwas besiegt. Das ist perfekt, Leute. Das ist perfekt. Das ist unsere Crew, die wir brauchen. Das ist genau unsere Crew. Izumi, absetzen, zack, Whisperwind, rein da und let's go. Schaffen wir das erste Mal noch für unsere Episode. Hier beim Swifty alles cool. Ja, easy. Dann hier rein bitte einmal, Whisperwind. Nice, 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 nice. Okay, so, zack. Und jetzt geht's los. 20 Damage ist direkt ein bisschen blöd. Egal. Gucken wir mal, wie viel wir hier haben. Ausweichen. Läuft das? Das läuft ideal. Perfekt. Genauso habe ich mir das erträumt. So, und dann das nächste Mal gleich wieder aufstehen. Genau. Komm, Whisperwind, direkt wieder rein. Gucken wir mal, ob das Zähigkeit jetzt boostet. Zähigkeit 36. Zähigkeit immer noch 36. Okay. Ja, manchmal läuft das irgendwie nicht so, wie ich mir das erträume. Dann steh mal auf, Whisperwind, komm. Hat's jetzt was gebracht? Nee, auch nicht. Okay, wir glitschen da gerade irgendwie am Boden rum. Ah, doch, jetzt hat's was gebracht, oder? Nö. Okay, Bauch halt wieder minus, das kracht. Das ist natürlich blöd. Haben wir denn was zu essen? Nee, dann nehmen die auch nichts mit, alles gut. Was ist denn mit ihm? Ja, geil. Hat das jetzt was gebracht? Bei Zähigkeit? Nee, auch nicht. Unser Bauch kriegt so böse auf den Sack. Das ist echt ein bisschen doof. Wieso haben wir denn beim Bauch nichts? Wir haben doch Bauch, oder? Bauch, 100%. Hier ist halt kein Bauch drin, das macht Sinn. Bauch, 70%, passt doch. Warum so viel auf dem Bauch? Das wird hier bald kritisch, wisst ihr, wie ich meine? So 47 ist jetzt nicht Kirschenessen hier, aber haben wir wenigstens ausweichen noch mal ein bisschen was rausgeholt? Ja. Allerdings hätte ich mir das nicer vorgestellt, muss ich ehrlich sagen. Jetzt sind wir schon im Erholungskoma. Okay, das hat nicht ganz so gut geklappt, wie ich mir erträumt hatte. Aber das ist jetzt schon in Ordnung. Wir haben noch mal ein bisschen was rausgeholt. Alles gut, also hier. Ja. So, haben wir da gerade ein Gliedmaß verloren? Nee, alles tipptopp. Okay, dann bringen wir die schnell zurück. Und damit würde ich sagen, können wir die Episode dann fast auch schon beenden. Ja, sieht gut aus. Ja, Leute, würde ich sagen, war wieder interessant. Ist wieder Komisches passiert heute, einiges irgendwie. Ja, Akamaru macht irgendwas, gut. Das ist aber ja auch gut, das wollen wir ja so sozusagen. Müssen wir gleich mal gucken, was da genau passiert ist. So, hier einmal schön ran. Akamaru, was war da bei dir? Ja, hier so ein windiger, ist Bescheid. Das ist ja, das macht uns ja nichts.
Und die, wie ist das da? Schotto, schießt du da drauf? Hier, guck mal. Die hier so. Holst du die ab? Oh ja, Alter, macht das Damage. Junge. Ja, der Schotto. Nein, du sollst nicht runterrennen. Was ist denn los, Schotto? Hast du Hunger? Du hast Hunger. Holst du dir was zu essen? Weil das ist natürlich okay. Das darfst du ja gerne machen. Wie sieht es denn mit dem Rest aus? Oder hast du im Invent genug? Du hast eigentlich im Invent genug. Ja, dann rennt er da eigentlich einfach nur dumm hin. Holen wir natürlich wieder zurück. So, ja, dann bringt Izumi Whisperwind schnell ins Bett. Ich hoffe, das läuft bei der nächsten Trainingseinheit besser. Vielleicht brauchen wir auch eine andere Rüstung. Hier so eine Samurai-Rüstung einfach. Ja. Da müssen wir mal gucken. Vielleicht können wir uns da eine ranholen. Vielleicht gehen wir nächste Episode mal zum Rüstungskönig. Das könnten wir eigentlich tun. Wäre eigentlich gar keine schlechte Idee, wie ich finde. Also das wäre durchaus im Bereich des Möglichen, das mal wieder zu machen. Dann würde ich sagen, Leute, hat es mich wie immer sehr gefreut. Ja. Ich wünsche euch was. Stay hydrated, stay kenshi. Bis zum nächsten Mal, euer P. Ade. Pump mich hoch. Hä? Meine Crew. Pump ich hoch. Den Bandit. Pump ich hoch. Mein Garo. Pump ich hoch. Pump ich hoch. Abonnieren. Pump ich hoch. Yeah. Lil Baker Man. Dieser P.